So jetzt, also, wir hatten ja eingangs schon erwähnt, wer friert, ist entweder doof oder faul, weil er nicht die richtigen Vorkehrungen, ups, ich sollte nicht mit dem Messer rumfummeln, sonst kriegt ihr noch Angst, nicht die richtigen Vorkehrungen getroffen hat, wenn es ins Kalte geht, oder weil er eben nicht in der Lage ist, sich zu bewegen. Denn Bewegen erzeugt mit Abstand wirklich am meisten Wärme. Was unsere Muskulatur bei vollem Einsatz an Wärme erzeugen kann, steht in gar keinem Verhältnis zu dem bisschen Wärme, was unsere Organe abgeben, wenn wir uns nicht bewegen. Heißt, Regel Nummer 1, wenn es kalt wird, beweg dich, dann bist du nicht mehr kalt. Das Dumme ist jetzt nur, irgendwann muss man ja mal schlafen. Und dann könnte es nämlich eben durchaus mal kritisch werden. Oder man ist einfach inzwischen zu müde, um sich zu bewegen, weil das kann man ja auch nicht bis in alle Ewigkeit machen. Und spätestens, wenn das eben der Fall ist, kann es zu Problemen kommen. Und genau darum soll es mir jetzt hier im praktischen Teil noch gehen. Bewegen ist klar, ne? Da wird einem warm. Gut. Was kann man noch machen? Unwillkürliche Muskelkontraktion. Das ist halt das, was der Körper dann tut, wenn man sich bereits sehr angepasst hat an eben entsprechend eine kalte Umgebung. Soll heißen, wer schon 3-4 Monate eben entsprechend im kalten Winter unterwegs ist und am Ende des Winters wird der Winter nochmal kalt, dessen Muskulatur wird sehr schnell und sehr gut in der Lage sein, eben unwillkürlich zu kontrahieren. Die Skelettmuskulatur, die Muskulatur, die man gar nicht absichtlich anspannt, sondern die das wirklich dann willkürlich tut. Und wir sind, je länger der Winter dauert, umso besser an den Winter eben entsprechend angepasst. Kann man natürlich auch beschleunigen, indem man tatsächlich im Herbst anfängt, kalt zu duschen, damit man im Winter ja nicht allzu kalt wird. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis, weil das auch was ist, was oft viel falsch verstanden wird von Leuten, die mit Wissenschaft nicht so viel am Hut haben. Man wird nicht dadurch krank, also man kriegt keine Grippe, weil es kalt ist, sondern die Tatsache, dass es kalt ist, die Kontraktion der Muskeln und der erhöhte Energieverbrauch unserer Muskulatur, der dann stattfindet, damit uns weniger kalt wird, schwächt uns. Ja, wir sind dann einfach erschöpft. Und wenn wir erschöpft sind, funktioniert unser Immunsystem nicht mehr so gut. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir erschöpft sind, kommen sämtliche Krankheitserreger, die irgendwo im Körper drin sind, und kriegen einen Verbreitungsvorteil, kriegen einen Kampfvorteil, wenn man so möchte, gegen eben entsprechend unser Immunsystem. Und wenn wir jetzt im erschöpften Zustand, weil ständig kalt, meinetwegen jetzt noch mit besonders vielen Krankheitserregern in Kontakt kommen, was dann der Fall ist, wenn wir andere Menschen treffen, weil die ja logischerweise auch alle frieren und auch alle ein geschwächtes Immunsystem haben und sich bei denen auch überall jeweils die Krankheitserreger wunderbar ausbreiten, dann haben wir eben genau das Problem, dass es dann recht wahrscheinlich ist, sich einfach bei anderen Menschen mit irgendwas, was krank macht, anzustecken. Aber die Kälte an sich macht uns nicht krank. Also davon kriegen wir keine Grippe. Das bedeutet auch, ist man in der Wildnis unterwegs und in der Wildnis ist man ständig am Frieren. Wenn man nicht aus der Zivilisation irgendwelche Grippeviren mitgebracht hat, die man sowieso schon im Körper mit sich rumträgt, sind die Chancen, dass man da eine richtige Erkältung bekommt, recht gering. Ja? Also das ist eine gute Nachricht, nur mal so am Rande bemerkt. So, ansonsten, was kann man jetzt tun, wenn man jetzt schlafen gehen möchte und es ist saukalt und man hat vielleicht einen etwas wenig warmen Schlafsack dabei? Das ist mir schon gefühlte 26 Millionen Mal passiert. Die Grundregel lautet ja, man soll sich noch mal ein bisschen bewegen, bevor man in den Schlafsack kriecht. Weil dann kommt die Muskulatur noch mal eben entsprechend auf Fahrt. Heizt, nachdem man in den Schlafsack gekrochen ist, also wenn du wirklich meinetwegen, keine Ahnung, 300-400 Meter durch den Wald rennst wie ein Bekloppter, was im Dunkeln keine gute Idee ist, aber mal angenommen, wir machen das, dann heizt unsere Muskulatur wirklich derartig gut nach, dass wir den Schlafsack einfach sehr schnell aufheizen und der Initialwärmeverlust beim in den Schlafsack kriechen, beim Aufhören sich zu bewegen, ist dann schon mal viel geringer, als er wäre, wenn wir den Schlafsack erstmal komplett mit unserer ohnehin schon geringen Wärmeproduktion, weil die Muskulatur bereits ausgeschaltet hat, weil wir müde in den Schlafsack kriechen und ohnehin kurz vorm Sterben in Anführungszeichen sind, dann heizen wir den Schlafsack einfach nicht so schnell so gut auf. Und diese Wärme, die der Schlafsack am Anfang gleich haben könnte, fehlt uns dann quasi die ganze Nacht. Das macht wirklich, wirklich was aus. Das ist echt ein Unterschied. Natürlich ist es jetzt nicht
dass man dann mit einem für 5 Grad tauglichen Schlafsack bei minus 5 übernachten kann, nur weil man 5 Runden drumherum gerannt ist, bis man reingekrochen ist. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, aber der Unterschied ist wirklich deutlich spürbar. Das lässt sich sowohl eben mit physikalischen Methoden belegen, als auch eben durch Praxiserfahrung von vielen Leuten, die das eben entsprechend in ihre Foren schreiben. Das steht auch in so ziemlich jedem Survival-Handbuch drin, dass das hilfreich sein könnte. Jo. Andere Sache, vorm Schlafen gehen nochmal ein heißes Getränk zu sich nehmen. Weil so ziemlich die einzige Möglichkeit, wie man die Wärmeproduktion des Körpers erhöhen kann, ist entweder, dass man was Heißes in sich reinsteckt, sozusagen, also in diesem Fall natürlich trinkt, was dann durch die Temperatur, die es hat, unsere Körperwärme noch zusätzlich unterstützt. Also das heißt, es ist dann einfacher, Wärme abzugeben für den Körper, wenn er ohnehin schon der Magen gefüllt ist mit einer ziemlich heißen Flüssigkeit. Ja? Das ist auf jeden Fall also eine gute Idee. Und dann ist ja auch nochmal so ein Tipp, den man relativ häufig hört, vorm Schlafengehen, nochmal was essen. Beziehungsweise nach dem Essen zügig bald danach schlafen dann auch gehen, weil man dann eben noch durch die Verdauungswärme zusätzliche Wärme im Schlafsack erzeugt. Und das ist richtig. Und da kommt es jetzt allerdings durchaus drauf an, beziehungsweise also es kann hilfreich sein, was man da daneben entsprechend gegessen hat. So eine gemischte Mahlzeit, so ein stinknormales durchschnittliches Essen, was man halt abends so futtern kann, bei dem werden etwa 10% von der darin enthaltenen Energie in den ersten Stunden nach dem Essen, also sprich die ersten 3, 4, 5 Stündchen im Schlafsack, werden etwa 10% der in unserem Essen enthaltenen Energie direkt in Wärme umgewandelt und dienen uns zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. Angenommen, wir fressen also irgendwas, was 2000 Kalorien hat zum Abendessen, weil wir enorm Hunger haben, also so eine Bench Portion Käsenudeln beispielsweise, dann hätten wir über die ersten Stunden als durchgehender Brennprozess immerhin 200 Kalorien pro Stunde an zusätzlicher Energie, die abgegeben wird. Das ist nicht nichts. Das ist wirklich durchaus eine ordentliche Portion an zusätzlicher Wärme. Das macht es im Schlafsack effizient bestimmt 2, 3, 4 Grad Unterschied aus. Aber, also sprich, fühlt sich halt eben entsprechend 2, 3 Grad weniger mehr an. Ne? Also wenn man meinetwegen jetzt, das heißt jetzt nicht, dass wenn man ohnehin schon am Limit seines Schlafsacks ist, der meinetwegen bis minus 7 Grad ausgelegt ist, Komfort-Limit-Temperatur minus 7 und man futtert vorher noch einen Riesenhaufen Käsenudeln, dann hat man plötzlich Komforttemperatur minus 11. So funktioniert es nicht. Aber es funktioniert eher andersrum. Angenommen, man isst nichts, bevor man schlafen geht und kriecht dann direkt in den Schlafsack, ohne was gegessen zu haben, dann fehlen einem diese 4 Grad. Ne? Das ist der wesentliche Unterschied. Und dann ist man es vielleicht gewöhnt, dass man in seinem minus 7 Schlafsack auch bis minus 7 schlafen kann und plötzlich kann man nur noch bis minus 3 schlafen, ohne zu frieren. Dann wundert man sich, woran es liegt. Ja, daran, dass man nichts gegessen hat. Deswegen ist es enorm wichtig, halt wirklich noch mal eine vernünftige Portion essen, so viel man halt eben hat. Je nach Tour hat man ja gar nicht so viel für abends dabei, zu sich zu nehmen, bevor man schlafen geht. Jetzt habe ich gesagt, eine gemischte Mahlzeit, so ein durchschnittliches Futter, hat etwa 10% Wärmeenergie, also der enthaltenen Energie als Wärmeenergie bei direkter Freigabe. Eine sehr fettige Mahlzeit, da ist das schlechter. Fett hat nur 2%. Ja, also Fett, also die Energie ist trotzdem drin. Sie wird halt nur viel weniger schnell freigesetzt und steht uns nicht als sofort wärmende Energiequelle für die gute Nacht quasi zur Verfügung. Deswegen ist das fettiges Essen am Abend nicht unbedingt so sinnvoll. Was Fettiges kann man zwischendurch essen, das kann man theoretisch auch morgens essen, auch wenn man da immer kohlenhydratreich, gewissen Anteil an Kohlenhydrate auf jeden Fall auch im Essen drin haben soll. Natürlich kann man auch abends was mit viel Fett essen, aber da sollte halt auch noch ein gewisser Anteil Kohlenhydrate drin sein. Die sind bei etwa 10-14% so ungefähr der Direktwärmeübertragung, also eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit, da sind wir dann bei diesen 10%. Ne? Die meisten Outdoor-Mahlzeiten, die man abends isst, sind ja auch recht kohlenhydratreich. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Sache, die man noch potenziell essen könnte, und das sind die Eiweiße, und die sind das Beste. Die haben nämlich 20-30% der enthaltenen Energie, die direkt in Wärme umgelagert wird. Sollte es also wahnsinnig kalt sein, ne? Und man hat meinetwegen noch eine Packung Trockenfleisch dabei. Trockenfleisch besteht nahezu nur aus Eiweiß. Und haut sich die nochmal rein vorm Schlafengehen, dann wäre das eine verdammt gute Idee. Weil 20-30% der darin enthaltenen Energie ist schon wirklich eine Menge.
auch wenn leider reine Eiweißnahrung nicht so viel Energie enthält. Trotzdem sollte das recht spürbar sein dann beim nächtlichen Schlaf, dass man dann irgendwie gut heizt, nachdem man sich nochmal ordentlich Eiweiß reingehauen hat. Ein gewisser Hunger auf Fleisch, der einen bei Natur überkommt, gerade wenn es kalt ist, dass die Leute gerade dann gegebenenfalls etwas mehr Hunger auf Fleisch verspüren, das kommt vor. Ja? Liegt halt eben genau daran, dass was Eiweiß, fleischreich ist bei sehr kalten Temperaturen eben genau das ist, was der Körper dann auch eben zu brauchen meint und damit auch recht hat, weil das würde ihm ja wirklich eben entsprechend beim Temperaturaufrechterhalten helfen. Jo, das sind so die Precaution-Maßnahmen, also die Präventivmaßnahmen, bevor man in den Schlafsack steigt. Sollte es jetzt nachts doch zu kalt werden und man will ums Verrecken nicht aufstehen und nochmal ein paar Runden ums Zelt zu rennen, was eigentlich durchaus sinnvoll sein könnte, einfach damit man nochmal so richtig Temperatur kriegt, damit man die Peripherie, also die Arme und Beine auch nochmal so richtig aufwärmt, weil die werden inzwischen im Schlafsack ziemlich kalt gewesen worden sein, wenn ihr ohnehin schon am Frieren seid, weil das Erste, was euer Körper eben macht, wenn ihr anfangt zu frieren, hatten wir auch schon gesagt, Durchblutungsregulation der Peripherie. Heißt, je kälter eure Hände und Füße und Beine und Arme sind, desto weniger Energie geben sie an die Umgebung ab. Und das wollen wir jetzt im Schlafsack nun wirklich überhaupt nicht haben. Weil wir wollen ja Energie an die Umgebung abgeben, weil dann wird ja unser Schlafsack wärmer. Die Umgebung ist ja das Innere unseres Schlafsacks. Deswegen kann das dann ganz schnell ganz böse werden, wenn der Körper anfängt, eben die Energieproduktion auf den Torso zu reduzieren. Nicht gut. Nicht gut. Deswegen aufstehen und noch mal ein paar Runden ums Zelt rennen, ist echt was, worüber man nachdenken sollte, bevor man dann die ganze Nacht friert. Das kann dann erfahrungsgemäß durchaus 2-3 Stunden wirklich noch was helfen. Und das dauert dann 2-3 Stunden, bis einem wieder kalt wird. Und wenn man Glück hat, ist die Nacht bis dahin dann auch schon wieder vorbei. Ja? Wenn man das nicht möchte und es ist einem nur so ein bisschen kalt und man fröstelt nur so ein bisschen, man möchte aber trotzdem was dagegen unternehmen und hat jetzt keine Wärmflasche dabei und auch keine Thermo-Heizkissen oder sonstiges Zeug, ne? Das wäre auch natürlich alles noch eine Option, klar. Ja, gar keine Frage, aber darauf kommt ihr ja selber. Aber hat man im Regelfall bei einer Trekkingtour beispielsweise hat man es nicht dabei, in einem Survival-Szenario hat man es wahrscheinlich auch nicht dabei. Was man dann machen kann, ist im Schlafsack aktiv die Muskulatur anspannen. Also wirklich alles, was man an Muskulatur anspannen kann. Das hängt davon ab, wie viel Muskulatur vorhanden ist. Lässt sie sich mehr oder weniger gut anspannen. Erfahrungsgemäß Frauen, die einen sehr geringen Muskel zu sonstige Körpermasseanteil haben da teilweise Schwierigkeiten, willkürlich, ohne jetzt wirklich eine Bewegung auszuführen, ihre Muskulatur anzuspannen. Bei uns Männern sollte das im Regelfall jetzt nicht so schwierig sein. Viele Frauen können das natürlich auch trotzdem, aber es gibt welche, die haben da Schwierigkeiten. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Und das erzeugt auch Wärme. Also selbst wenn man sich nicht bewegt, kann man trotzdem durch die Spannung der Muskulatur, durch die Kontraktion der Muskeln enorm viel Wärme erzeugen. Also wenn man das dann meinetwegen 20 Minuten lang durchzieht, dann ist einem vermutlich, also zumindest bei mir funktioniert das gut, auch wieder relativ warm. Hält nicht so lange vor, wie wirklich aufstehen und ums Zelt rennen, aber man kann, also ich zumindest, kann dann meistens noch mal so ein Stündchen wegdösen und werde dann erst so ein Stündchen später wieder so ein bisschen wach, dann will ich das natürlich, mache ich das halt nochmal und so kommt man auch einigermaßen durch die Nacht, aber erholsam ist das nicht. Das ist also auch wieder so was, dass man nach Möglichkeit dann doch vielleicht eher vermeiden möchte und hier ist nicht unbedingt eine Methode, die besonders lustig und empfehlenswert ist, aber es kann helfen, ja? Weil, abgesehen von durch Bewegung, durch die Verwendung der eigenen Muskulatur nochmal mehr Wärme erzeugen, hat man dann nur noch das Notzittern zur Verfügung. Wenn das Notzittern einsetzt, wenn man irgendwann im Laufe der Nacht im Schlafsack anfängt zu zittern, dann sollte die erste Reaktion sein, dass man sich bitte Sorgen macht. Weil eigentlich darf es im Laufe der Nacht nicht passieren, dass man so sehr auskühlt, dass man anfängt zu zittern. Denn hört das Zittern auf, ist es vermutlich nicht wärmer geworden, beziehungsweise, okay, vielleicht zittert man nur kurz, vielleicht zittert man nur 5 Minuten und dann ist einem warm und dann hat das Zittern gewirkt. Es erzeugt ja relativ viel Energie, bis zu 400 Watt, hatten wir ja gesagt. Und dann ist okay, weil dann kann man vielleicht nochmal ein halbes Stündchen schlafen, dann zittert man nochmal 5 Minuten, dann kann man wieder so ein halbes Stündchen oder dösen. Schlafen wird man wahrscheinlich nicht wirklich können, aber zumindest so ein bisschen vor sich hin dösen und dann kommt man auch irgendwie so ein bisschen durch die Nacht. Zittert man aber 10 Minuten, 12, 15 Minuten, dann sollte man sich wirklich anfangen, Sorgen zu machen, weil wenn das Zittern aufhört, ohne dass einem warm geworden ist,
kann man zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gar nicht mehr erkennen, dass einem gar nicht warm geworden ist, sondern man beginnt bereits zu halluzinieren, man leidet bereits unter Unterkühlung. Und das wird dann auch nicht besser, weil wenn man erstmal unterkühlt ist, stellt der Körper ja die Blutzufuhr von Armen und Beinen nahezu ganz ein und man hat, wenn man unterkühlt ist, dann auch gar nicht mehr die Option draußen ums Zelt zu rennen, weil man sich gar nicht mehr richtig bewegen kann. Außerdem ist man geistig auch gar nicht mehr so richtig da und erkennt gar nicht, dass man jetzt in einer Gefahrensituation ist. Ich habe es bei der letzten Winterübernachtung mit Evelyn, das war auch ihre erste richtige Winterübernachtung, ne? Also bei minus, was wird es gewesen sein, minus 12, irgendwie sowas. Vielleicht waren es auch nur minus 10, wir hatten kein Thermometer dabei, aber minus 12 war angesagt und ja, ne? Deswegen kann das sein, dass das irgendwas um den Dreh gewesen ist. Hat sich auch ungefähr so angefühlt. Ich habe da ja schon so ein bisschen Erfahrungswerte. Also wenn du einen Wasserkessel irgendwo hinstellst und 10 Minuten später ist er gefroren, dann ist es schon ziemlich kalt. Ja, ist schon wirklich ziemlich kalt. Also nicht kochendes Wasser, aber normales Wasser und dann geht das wirklich so flott. Wie dem auch sei, jedenfalls hatten wir uns vorgenommen, da hatte ich sie auch darum gebeten, dass sie da entsprechend bitte mitspielen mag. Sobald liegt da hinten mein Kameradeckel. Warum liegt denn da mein Kameradeckel? Na gut, dass ich den finde. Den hätte ich nämlich sonst nicht gefunden. Hatten wir uns vorgenommen, sobald jemand friert, den anderen wecken. Warum? Weil damit dann der andere eben kontrollieren kann, dass der friert, nicht anfängt, bescheuert zu werden. Diese Kälteidiotie, diese Wahnvorstellungen können eben auch dazu führen, dass man sich dann auszieht, weil man das Gefühl hat, es ist einem furchtbar warm. Irgendwann beginnt nämlich der Körper die Abschottung von der Kerntemperatur zu Armen und Beinen auch wieder zu lösen, weil er einfach keine Energie mehr hat und denkt, es ist auch schon egal. Und dann schießt das warme Blut von innen in die Peripherie, dann wird einem in der Peripherie schlagartig ziemlich warm und deswegen beginnt man sich eben auszuziehen, dann kühlt man natürlich noch viel mehr aus und dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Das Problem bei der Hypothermie ist dann auch noch das, dass man jemanden, der spätestens ab Phase 2, also ab der, wo er aufgehört hat zu zittern, und Arme und Beine nicht mehr durchblutet werden, ab da kriegt man den draußen in der freien Wildbahn auch nur noch schlecht warm. Weil man kann ihn nicht mehr dazu anregen, sich zu bewegen. Das wird er nicht mehr tun wollen, weil der ist müde, der ist K.O., der hat Wahnvorstellungen und so weiter und so fort. Man kann ihn auch nicht jetzt in kochendes Wasser werfen. Warum? Weil dann einfach zu schnell das kalte Blut in den Armen und Beinen zum Körper hin zurückfließt und das führt dazu, dass die Körpertemperatur im Inneren, im Kern, sehr stark abnimmt. Kann auch mal bis zu 4 Grad abnehmen und das führt, 4 Grad sind extrem viel für die Körpertemperatur und da kommt es dann auch oft zum Bergungstod. Ne? Also wenn du jemanden, der gerade unterkühlt rumliegt, hochhebst und zu viel bewegst, meinetwegen auf den Kopf stellst, dann fließt das Blut aus den Beinen in den Körper, aus den Beinen in den Kern und dann stirbt er einfach, weil das kalte Blut ihn dann völlig auskühlen lässt. Ja, also man muss da ganz, ganz vorsichtig sein. Das Einzige, was man draußen wirklich an Möglichkeiten hat, entweder man macht nebendran ein Feuer, man deckt den Patienten natürlich mit allem zu, was man hat, packt ihn so warm ein, wie es geht, aber keinesfalls auf die Idee kommen, irgendwie heißes Wasser über Arme und Beine zu gießen, weil die so kalt sind. Das wäre ganz, ganz falsch. Eben wegen diesem Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Nebendran ein Feuer machen wird auch in den seltensten Fällen funktionieren, ist einem selber so, so warm, was halt auch unwahrscheinlich ist, wenn man meinetwegen nebendran geschlafen hat, dass man durch die eigene Körperwärme den Kamerad oder die Kameradin eben entsprechend aufheizen kann, dann ist Kuscheln noch eine Möglichkeit. Das kann auch funktionieren, wird auch in diversen Survival-Büchern empfohlen, ist aber natürlich nur dann möglich, wenn einem selber wirklich noch gut warm ist. Das ist nicht wahrscheinlich, dass das der Fall ist. So krass. Also ich meine, beide haben es kalt. Wenn jetzt nicht einer wirklich einen minus 30 Grad Arktis-Schlafsack dabei hat und der andere will im Carinthia Tropen übernachten, halte ich das einfach für kein realistisches Szenario. Was auch nicht viel hilft, ist eben Zudecken alleine. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, da hast du meinen Schlafsack, der produziert ja keine Wärme. Der Schlafsack an sich ist ja nicht warm. Der isoliert nur die vom Körper des Betroffenen abgegebene Wärme, damit die Wärme nicht verloren geht. Da der da aber an Unterkühlung leidet, ohnehin nicht mehr viel Wärme abgibt und schon gar nicht an Armen und Beinen, bringt das nicht viel. Also tatsächlich ist auf die Schnelle Kuscheln eine gute Möglichkeit oder wenn man viele Leute hat, dass einer kuschelt und einer macht Tee.
Weil wenn derjenige noch bei Bewusstsein ist, der da gerade am Unterkühlen ist, dann kann man dem auch wunderbar heiße Getränke einflößen. Das ist wahrscheinlich noch so das Beste, was man machen kann. Also kuscheln plus heiße Getränke, sofern der noch bei Bewusstsein ist. Wenn er nicht mehr bei Bewusstsein ist, dann geht halt eben entsprechend nur noch kuscheln. So, das Blöde ist jetzt aber, während bei dem Arme und Beine nicht mehr durchblutet werden, kann man sich ziemlich sicher sein, dass selbst wenn man den wieder warm kriegt, er diverse Finger und Zehen verloren hat. Oder auch eine Nase oder ein Ohr. Das sieht dann nicht so schön aus, insbesondere bei der Nase, ist ein bisschen störend. Ganz gefährliche Sache mit der Hypothermie. Erfrierung. Erfrierungen sind nochmal so ein anderes Thema. Ja, und das ist auch das Letzte, was ich entsprechend noch erzählen wollte. Denn wenn man meinetwegen bei ein paar Grad minus ohne Handschuhe Fahrrad fährt, kann man ganz schnell, das sollte man einfach mal machen, um es auszuprobieren, lernen, wie sich eine Erfrierung anfühlt. Weil was man nämlich noch 4-5 Kilometer bestimmt schon hat, sind Hände, die plötzlich nicht mehr wehtun. Zunächst mal, der Prozess des Erfrierens beginnt damit, dass wie Nadelstiche auf der Haut, ne, dass es sich anfühlt, der Wind auf der Haut wirklich wie, wenn man mit lauter Nadeln da eben entsprechend reingestochen wird. Irgendwann beginnt dann die entsprechende Hautpartie, ich muss Feuer nachlegen, Entschuldigung, Feuer nachlegen. Irgendwann beginnt die entsprechende Hautpartie dann auch leicht zu schwellen. Man kann die Hand nur noch ganz langsam bewegen. Also aus Erfahrung kann ich sagen, irgendwann bewegt man die Hand wirklich maximal so schnell. Mehr ist nicht drin. Ja? Und spätestens, wenn das der Fall ist, dass man in diesem Stadium ist und die Haut unnatürlich bleich wird, das ist bei manchen Leuten besser zu sehen, bei anderen Leuten weniger gut zu sehen. Wer ohnehin schon blass ist, bei denen sieht man das kaum. Aber spätestens, wenn du sie kaum noch bewegen kannst und es eben nicht mehr weh tut, dann sollte man sich dringend beeilen, dass man das Ganze wieder warm bekommt. Weil wenn es nicht mehr weh tut und kein erkennbarer Grund dafür da ist, dass es einem plötzlich warm geworden sein soll, also sprich, es tut nicht mehr weh, weil du gerade vor einer halben Stunde ins Gebäude gegangen bist, ja, dann ist klar, dass es dann irgendwann nicht mehr weh tut, weil irgendwann ist eher wieder warm. Oder weil du seit einer halben Stunde unter der Bettdecke liegst oder meinetwegen im Schlafsack und plötzlich tut es dann irgendwann nicht mehr weh. Und du kannst die Hand auch wieder schnell bewegen, ne? Dann ist alles in Ordnung, dann hat sie sich halt wieder aufgewärmt. Tut es aber nicht mehr weh und du kannst sie immer noch nur langsam bewegen, dann näherst du dich Erfrierungsstufe 2. Bei Erfrierungsstufe 2 schwillt die Haut noch mehr an, wird rötlich, sieht aus wie verbrannt. Erfrierungsstadium 2 und verbrannt Stadium 2 sieht nahezu identisch aus. Die Haut bildet unter Umständen Blasen, sieht aus wie Brandblasen, sind halt in diesem Fall dann Erfrierungsblasen. Und in diesem Zustand ist schon scheiße, weil da ist dann schon eine ziemlich krasse Gewebeschädigung stattgefunden. Das muss man dann verbinden, das muss man eben entsprechend verarzten, das geht so schnell nicht mehr weg. Was man bei kalten Händen am Anfang noch macht, hier, diesen, Reibungswärme erzeugen und so weiter und so fort, das kann man so lange machen, solange man in den Händen, solange sie noch wehtun. Wenn sie nicht mehr wehtun, aufgrund von Kälte irgendwann nicht mehr wehtun, das ist übrigens deswegen so, weil dann die Nerven schon nicht mehr funktionieren, die eigentlich den Schmerz weiterleiten sollten. Es gibt sogar Spezialnerven, hat man inzwischen rausgefunden, also ein Spezialnotfallsystem, das diesen typischen Erfrierungsschmerz erzeugt. Also diesen typischen Nadelstiche bei sehr, sehr, sehr kalt werdender Haut. Das ist ein anderes System, das den Schmerz weiterleitet, als es bei normalem Schmerz der Fall ist, weil das normale Schmerzweiterleitungssystem funktioniert nur bis 10 Grad, also Gewebetemperatur. Heißt, wenn diese krassen Nadelspitzstiche kommen und aufhören, dann ist das entsprechende Gewebe schon deutlich unter 10 Grad abgekühlt, also im schlimmsten Fall, das muss nicht zwingend so sein, aber das kann dann durchaus so sein. Und das heißt, man hat dann wirklich nicht mehr viel Zeit bis Erfrierungsstufe 2, die dann wirklich nicht lustig ist. Das macht wirklich überhaupt keinen Spaß, das habe ich noch nicht erlebt. Also Erfrierungen ersten Grades hatte ich schon. Das hatte ich definitiv schon. Das geht aber auch irreparabel weg. Irreparabel, das ist reversibel. So rum. Das kannst du, wenn du dann wirklich rechtzeitig, bevor Stufe 2 einsetzt, ins Warme kommst oder irgendwie anders es schaffst, halt eben deine entsprechenden zu erfrieren drohenden Hautstellen abzudecken, damit die dann entsprechend warm werden können. Oder du rennst einfach wie ein Bekloppter durch die Gegend, dass dein Körper so viel überschüssige Wärme produziert, dass es trotzdem in die Hände geleitet werden kann, selbst wenn da der Wärmefluss enorm hoch ist. Aber Stufe 2 will man nicht haben. Erfrierungen zweiten Grades ist echt nicht schön. Und Erfrierungen dritten Grades, da beginnt dann eben von außen nach innen das Material abzusterben. Das Gewebe stirbt einfach ab.
So. Da spürst du dann auch nichts mehr. Da gibt es dann diese lustigen schwarzen Finger, wo man sich mit dem Messer reinhauen kann und so weiter. Ist egal, ist sowieso schon totes Material. Totes Fleisch, merkst du nichts mehr von. Der Bereich, der dranhängt, ist ohnehin auch schon taub. Da ist ja auch nicht warm. Und ja, dann kann man also anfangen, sich dann eben die eigenen Zehen zu amputieren. Ganz klassischer bei Bergsteigern ist das ja, dass die dann alle, wenn sie entsprechend gute Bergsteiger sind, irgendwann nicht mehr 10 Zehen haben. Und dann wird es lustig. Ja? Also, wir merken uns, das zentrale Warnsignal, wenn man bei Erfrierungen wirklich aufpassen muss, ist, wenn es nicht mehr wehtut und dafür nicht eine spontane Erhöhung der Temperatur verantwortlich sein kann. Da muss man sich wirklich, wirklich Sorgen machen und dann ganz schnell was unternehmen. Die Zeit, die man bei unveränderter Situation danach noch hat, bis es zu wirklich Erfrierungen zweiten Grades kommen kann, liegt irgendwo zwischen ein paar Minuten, je nachdem wie kalt der Wind vor allen Dingen ist. Wind spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle, weil dann überhaupt kein Wärmetransport, also das erhöht jedes bisschen Wärme, was deine Haut abgibt, wird sofort vom Wind weggerissen und ist davon. Ja? Ist also ganz, ganz schlimm. Da hilft auch Zittern nicht, da hilft gar nichts mehr. Beim Windchill wird das ganz schnell auskühlen. Und also das ist so das zentrale Warnsignal bei eben Erfrierungen, wenn es nicht mehr wehtut. Hat man Schmerzen? Ist gut. Ist gut. Freut euch, solange es wehtut. Wenn es nicht mehr wehtut, bekommt bitte Panik und unternehmt wirklich möglichst schnell was, sonst ist er ab. Der Finger oder der Arm oder der Kopf, das Ohr, die Nase. Das sieht echt nicht gut aus. Wirklich nicht. So, Gleiches gilt für bei Hypothermie, also beim Gesamtsystem unterkühlen. Sobald ihr anfangt zu zittern und aufhört zu zittern, ohne dass es signifikant wärmer geworden ist und ihr eine Weile vorher gezittert habt. Ne? 5 Minuten zittern und dann wird es warm. Das liegt daran, dass das Zittern geholfen hat. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten zittern und dann wird es warm. Das kann schon daran liegen, dass das Zittern eben nicht geholfen hat und die Kraft zum Zittern bereits aufgebraucht ist. Das mit den 2 Stunden, die man maximal zittern kann, ja, das ist der Maximalwert. Das gilt für jemanden, der total ausgeruht ist. Meistens kommt man aber in einer Situation, wo man in der Kälte liegt und zittert, wenn man nicht total ausgeruht ist. Und deswegen wäre ich wirklich vorsichtig, länger als 10 Minuten, werden bei mir dann schon die Alarmglocken angehen. Und man muss ja vor allen Dingen was unternehmen, solange man dazu überhaupt noch in der Lage ist. Wartet man zu lange, Durchblutung von Armen, Beinen weg und man kann sich gar nicht mehr bewegen, um zum Beispiel Wärme zu erzeugen. Und deswegen immer schön im Hinterkopf behalten, wenn du frierst, bist du entweder zu faul oder zu blöd. Da du wohl offensichtlich schon zu blöd warst, um einen vernünftig warmen Schlafsack dabei zu haben oder sonstige Situationen, in der du dich halt gerade befindest, um überhaupt rausgegangen zu sein, meinetwegen, kannst du jetzt nur noch eins machen, nämlich du darfst nicht zu faul sein. Also bewegen. So, jo, das war so das, was ich zu sagen hatte zum Thema Thermoregulation bei primär Säugetieren und auch sonst in der Tierwelt und ein paar Anwendungsbeispiele eben für den geneigten Survival betreibenden Menschen. Ich hoffe, die Lichtsituation war annehmbar. Tendenziell habe ich das Gefühl, dass es besser funktioniert hätte mit dem Objektiv, was ich jetzt drauf habe. Das ist auch erheblich lichtstärker, das sind 2,8er Blende, als mein 4,5er Weitwinkelobjektiv. Ne? Also das macht schon nochmal was aus. Die paar Blendenstufen, das ist schon nicht ganz unerheblich. Und wenn es dann wirklich so duster ist und man mit ganz wenig Licht arbeitet, glaube ich schon, dass das jetzt dem Bild doch recht zuträglich war. Der Autofokus sollte auch ganz gut funktioniert haben, dass es immer auf meinem Gesicht scharf gewesen ist. Falls jemand andere Meinungen hat, ich bin zu Hinweisen zur Kameratechnik immer sehr dankbar. Ansonsten wünsche ich einen schönen Abend oder was halt gerade bei euch ist und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören, lasst euch nicht betüxen. Tschüss! Ach, jetzt hätte ich es fast vergessen, ein herzliches Ahoi an den Buschpirat, falls er jetzt bis hier noch zugehört hat. Du hattest ja ein Stundenvideo bestellt, ich fürchte, es ist ein bisschen mehr geworden. Weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich befürchte wirklich, ein klein wenig mehr wird es schon geworden sein. Vielleicht mal ein 2-Teiler draus, sehen wir dann. Ne? Aber wie gesagt, herzliche Grüße, jetzt bin ich aber wirklich raus.